hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich befinde mich heute im Bergischen Land und zwar in Burscheid. Allein Burscheid hat 55 Trails und scheint ja wirklich ein Paradies zu sein für Mountainbiker. Das ist übrigens hier der Hammer Trail. Ja, der Trail ist eher so mehr Fleuch, ein paar Wurzeln dazwischen. Neben den Hammer Trail rechts gibt es noch eine kleine Downhill-Strecke, das nennt sich dann die sieben Kehren der Shaolin. Der Trail ist ja sehr steil, wurzelig und irgendwie mit dem E-Bike kaum hochfahrbar, weil man muss den Trail erstmal nach oben schieben. Ach, überall Bäume hier. Nicht so geil. Übrigens, das ist hier der Hammer Trail. Jetzt auch das erste Mal hier. Das ist ja so gar nicht Fahrt auf. Schon mal gut aus. Also was hier so ein bisschen störend ist, ist halt, die Äste hängen schon übrig. Ist im Moment hier so ein bisschen mehr Apfel. Man fährt verdammt hier schnell. Echt so eine schmale Rille hier. Da nennt sich hier die sieben Kehren. Hier gibt es aber mehrere Ein-Ausfahrten. Dann geht es noch hier unten lang. Ich werde jetzt mal nach oben fahren und mal gucken, wo man da losfährt, ob das eine Strecke ist oder mehrere oder zwei. Ich fahre mal nach oben. Also wenn man das hier sieht, ich weiß ja nicht, wie das so rüberkommt auf der Kamera, aber wenn man die Wurzeln hier sieht und wie steil das ist, oh Mann. So, oben angekommen,
Das nennt sich hier die sieben Kehren der Shaolin. Allerdings ist der Boden nicht so trocken hier. Das ist richtig schlammig. Das ist schon ein wurzeliger Trail auf jeden Fall. Steil ist es hier. Hier volle Konzentration angesagt, weil hier echt hier die Rücken so krass sind. Und dann sind wir wieder. Jetzt war hier nichts mit Brücke. So, jetzt müssen wir mal ein Stück geradeaus und dann nach links nach oben, weil irgendwie müssen wir auf den Berg kommen. Ich wollte gerade über die Brücke fahren auf der anderen Seite, aber von dem Hochwasser war keine Brücke mehr vorhanden. Naja, ich fahre mal den Berg hoch. Bis gleich. So, der Trail nennt sich hier Gabelbaum-Downhill-Strecke. Die Trails schon etwas schneller wie gewohnt, da es hier ja schon gut bergab geht. Also die Strecke ist ja auch ein schön schmalen Weg, kurvig, zum Schluss wurzelig. Und wenn ihr unten am Weg angekommen seid, nutzt lieber die linke Seite, nicht wie ich dann mit dieser schmalen Rille, da bleibt ihr nämlich mit den Pedalen hängen. Die ganze Zeit rechts, links hier die ganzen Äste mit. Aber nicht schlecht. Alter, das ist ja ein Wurzelpart, ne? Euch das mal rein hier. In quasi Stufen. So. Na, hier geht's noch weiter, ne? So. Alter, ist das eng hier. Also es geht hier noch weiter, nur ich euch das mal anguckt hier. Ich weiß gar nicht, ob das hinhaut mit den Pedalen. Nee, haut gar nicht so hin. Die Pedalen schleifen rechts, links. Also ihr müsst euch das mal so vorstellen, vorne und hinten ist die Bremse gedrückt und ich schlinder den Berg runter. So steil ist das.
Trail entlang. Ja, kann man da oder hier? So, das war die Gabelbaum-Downhill-Strecke. Zusammen mit Jakob und David bin ich dann nach Odenthal gefahren. Auch die sind schon Locals. Kenne ich hier ganz gut aus und ich muss sagen, was Gleiten angeht, bergauf sind die echt fit und halten sogar sehr gut mit dem E-Bike mit. Was natürlich daran lag, weil die schon von klein auf eigentlich nichts anderes kennen, außer Berge hochfahren. Die meisten Strecken sind hier eigentlich flowig, aber schön lang. Gar nicht mitgekriegt hier, das Loch an der Seite, bin ich voll leicht reingekommen. Ja, hinterher. Wenn du auf die Kamera guckst, dann sieht das so lässig aus, wo ich sage, ja, kleiner Berg. Ja, ja. Jakob hatte noch eine Rechnung offen und wir fuhren zu einer Downhill-Strecke, wo zum Schluss, ich glaube Downhill-Strecke Kante nannte sich die, wo zum Schluss wirklich ein beeindruckender Abfahrt ist. Und zwar hatte die locker 80 Grad Schräge. Das sieht zwar auf der Kamera nicht so wild aus, aber glaubt mir Leute, ich war da raus. Das war mir zu steil. Und dann noch mit dem Loch in der Mitte. Und ja, Jakob wollte das unbedingt machen. Und sollen wohl Leute gegeben haben, die auch schon mal das gefahren sind. Und muss ich sagen, Hut ab, er hat es auch wirklich gemacht. Alter, du bist Dr. Crazy. Jakob und ich fuhren zu einer weiteren Downhill-Strecke, und zwar die Stein-Downhill-Strecke. Richtig schöne Strecke, wurzelig und zum Schluss mit einem, naja, kurz vor Schluss. Mit auch einer steilen Abfahrt mit ein paar Löcher drin, wo ich mir aussagte, ja, fahr das mal besser nicht. Das sieht schon eher nach Überschlag aus. Und ja. Alter! Wie lange muss der Bremsweg sein von mir? Ist tatsächlich nicht so schön. Muss halt immer den Dingern immer gerade reinkommen, dann geht's. Ich bin sicher, es ist immer besser umfahren. Ja, ich umfahre den mal. Ja, sieht okay aus, wenn du jetzt hier an der Kante so ein bisschen abhebst. Muss man gar nicht. Ich bin dann auch mitten über diesen steilen. Ist einfach über die Mitte hier, ne? Ja.
Ich habe zwar auch da in Witten sowas Steiles bin ich auch gefahren, war aber allerdings in besserem Zustand. Ne? Ja. Da sind jetzt keine Lücken, sondern es ist einfach eine gerade Bahn. Das habe ich dann schon mal gemacht. Ja. Und dann geht es dann schön steil hoch noch. Ja. Da muss man halt häufiger. Aber ich habe gerade schon so ein bisschen gedacht, so, oh, hier vorne die ganzen Wurzeln, das wurde ja immer schlimmer und immer steiler. Und der mir so, oh, jetzt ist langsam mein Limit so. Ja, wo ich sag, weil ich bin jetzt nur noch am Rutschen gewesen, so über die Räder. Ja. Da kommt gleich so ein Stück auch wieder so eine, in so einer Rinne. Das sieht so aus, als würde man dann da wo runter droppen, aber das kann man sogar rollen, wenn man will. Dann war aber auch Schluss. Der Körper sagte Ende im Gelände. Und ich habe mich dann auch noch auf den Weg nach Hause gemacht, beziehungsweise zum Auto. Was ich mitnehmen konnte, es war nicht das letzte Mal. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, denn es gibt ja nur so viele Strecken zu fahren. Doch eins habe ich mitgenommen, dass diese Strecken schon richtig anspruchsvoll sind und einen richtig fertig machen. Auf jeden Fall hatte ich für diese Strecken das falsche Setup, also Kompression komplett raus. Luftdruck muss viel weniger gefahren werden als sonst, um sonst angenehm genug weiter zu springen. Ich verabschiede mich jetzt. Ciao, bye bye.